Leute, Fantasy-Filme aus den späten 80ern, voll geil. Und einer davon ist Willow. Willow wurde 1988 ins Kino gebracht von Ron Howard mit dem Drehbuch von George Lucas. Und in der Starring-Rolle sind Warwick Davis, auch bekannt als Mini-Me, der hier Willow Ufgood spielt, und Val Kilmer als Matt Martigan. Heute geht es aber nicht um den Film, sondern um die Arcade-Umsetzung von Capcom, die ein Jahr später, also 1989, erschienen ist. Aber erstmal zur Story des Films. Die böse Königin Buff Morta knastet alle schwangeren Frauen ein, weil sie das prophezeite Zauberbaby in ihre Finger kriegen will. Eine gutherzige Hebamme schmuggelt das Balg aus der Gefahrenzone und spült es den Fluss runter, wo es dann vom kleinwüchsigen Volk rund um Willow Ufgood gefunden wird. Willow, geübt in der Zauberkunst, schnappt sich das Kind, um es bla 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 bla. Ich schlage vor, ihr schaut euch den Film am besten selber mal an, denn der ist recht gut gealtert. Außerdem hat Disney gerade angekündigt, auf Disney Plus eine Serie zu Willow zu veröffentlichen. Ist also genau der richtige Zeitpunkt. Aber kommen wir zum Spiel. Wir spielen ganz grob die Story des Filmes nach und starten unser Abenteuer als Willow Ufgood. Wir können hüpfen, ein magisches Projektil abfeuern und dieses sogar aufladen, um stärkere Angriffe vom Stapel zu lassen. Willows magischer Angriff lässt sich übrigens in mehreren Etappen aufleveln. Das Ganze machen wir bei diesem lustigen Eulentypen in seinem Shop, der in den Leveln überall wieder zu finden ist. Das gesammelte Gold sollten wir auf jeden Fall auch in neue Spells investieren, denn so können wir Willow zu einem richtigen Großmeister von Feuerbällen und Blitzgewittern machen. Ja, und so bewegen wir uns dann in bekannter Jump-and-Run-Manier durch die Level, töten böse Schergen, weichen Fallen aus und erreichen das jeweilige Levelende. Aber genau wie im Film ist Willow nicht der einzige Held dieser Geschichte, denn Matt Martigan, gespielt von Val Kilmer, ist ebenfalls spielbar und im Gegensatz zu Fernkämpfer Willow ist der eher vom Fach der Hau-drauf-Fraktion. Mit schnittigen Schwerthieben setzen wir uns nicht nur gegen üble Strauchgesellen und Drachen, sondern auch gegen heranfliegende Pfeile zur Wehr. Genau wie Willows Zaubersprüche kann Matt Martigan seinen Angriff ebenfalls für Gold verstärken. Und das Aufwerten der Angriffe ist nicht alles, was wir bei diesem Händler kaufen können, denn der hat auch verschiedene Gegenstände, die zum Beispiel das maximale Leben oder unsere Widerstandsfähigkeit gegen Magie erhöhen. Es lohnt sich also immer, die gesammelte Kohle hier auszugeben. Das ist auch bitter nötig, denn gerade in den späteren Levels sind die Gegner durchaus harte Brocken, die viele Treffer einstecken können, wenn wir unseren Angriff nicht aufgelevelt haben. Übrigens können wir bis auf ein Level nie selbst entscheiden, mit welcher Figur wir spielen. Das Spiel gibt uns immer die Figur, die in das jeweilige Szenario passt. Das Gameplay fühlt sich dabei extrem präzise an und man hat immer das Gefühl, die totale Kontrolle über das zu haben, was auf dem Bildschirm gerade passiert. Natürlich gibt es auch knackige Bossfights und vor allem Buff Morta als finaler Endboss hat mir so einige virtuelle Münzen aus der Tasche gezogen, bis sie es geschafft haben, sie zu bezwingen. Dabei bleibt das Spiel aber erstaunlich fair. Wenn man stirbt, hat man in der Regel selber was falsch gemacht. Entweder man ist nicht rechtzeitig dem Angriff ausgewichen oder man hat seinen Sprung verkalkuliert oder irgendwas in der Richtung. Demnach fühlt sich das Ganze nicht wie ein typisches Arcade-Game an, dessen einziges Ziel es ist, mir als armem Spieler die Kohle aus der Tasche zu ziehen. Hut ab dafür an Capcom. Die audiovisuelle Präsentation bietet sehr, sehr viel Schönes in Willow. Wenn man bedenkt, dass das Spiel von 1989 ist, sehen die Figuren wirklich hervorragend aus, sind sehr schön animiert und die Hintergründe sind lebendig und bunt gestaltet. Die musikalische Untermalung passt ebenfalls wunderbar ins Gesamtbild. Dennoch wirkt das Ganze nicht allzu hardwarefordernd, weswegen theoretisch die Veröffentlichung auf Super Nintendo oder Mega Drive eigentlich kein Problem hätte sein dürfen. Aber wenn wir mal zurückdenken, der Film erschien 1988, das war weit bevor die Konsolen, also Super Nintendo und Mega Drive, überhaupt veröffentlicht wurden. Und wir haben 89 dann das Arcade und das NES-Game von Willow gekriegt. Von daher macht das irgendwie Sinn, dass Capcom sich Jahre später nicht nochmal um eine Umsetzung dieses zu dem Zeitpunkt längst in Vergessen geratenen Franchises gemacht hat. Schade ist das Ganze dennoch, denn Willow in der Arcade-Version ist auf jeden Fall ein Spiel, das man sich auch heute wirklich noch sehr gerne mal anschauen darf.
Ja, Leute, wie gesagt, es ist schade, dass Willow nicht umgesetzt wurde, aber die Gründe dafür sind irgendwie nachvollziehbar. Was haltet ihr denn von Willow? Findet ihr die Arcade-Version besser oder sogar die NES-Variante? Link zur NES-Variante hier oben in der Videobeschreibung. Ansonsten danke ich euch fürs Zusehen, wenn euch das Video gefallen hat. Daumen hoch, wenn ihr neu auf dem Videospielplatz seid, klickt auf den Abo-Button, klickt auf die Glocke, damit ihr keine Videos verpasst. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Peace out. Let's do it!